Hey Leute, seht ihr das? Ich meine, ihr habt das wahrscheinlich gerade schon hier im Titel von dem Video gesehen, ne? Aber ich sage euch eins, guckt da bitte, guckt nochmal genau hin. Zieht euch das mal rein, lasst es mal wirken einfach auf euch. Und guckt, was da passiert, ja? Es ist so wahnsinnig spannend. Guckt genau hin, wirklich einmal genau hingucken und auf euch wirken lassen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Außerirdische und kommt gerade hier auf diesen Planeten geflogen und seht, was da passiert. Das ist so krass, weil, was macht Louis Vuitton eigentlich? Gucken wir erst mal, was hier gerade passiert. Ja? Da stehen Menschen, um in dieses Geschäft zu kommen. Die stehen da an, um in dieses Geschäft rein zu dürfen, wo sie nicht in etwa irgendwie, keine Ahnung was, eine Runde Achterbahn fahren dürfen, irgendwas Cooles. Nein, sie dürfen eine Tasche oder einen Schal kaufen. Was würde der Außerirdische sagen? Der Außerirdische, der sehr schlau ist, sonst wäre nicht Außerirdische hier zu dieser Erde gekommen, würde sagen, ey krass, Moment mal, also bei Edeka kriegst du für 50 Euro Einkauf eine Tüte. So eine große, so, da kann man was reintun, die trägt so richtig 25 Kilo, ist super praktisch, kannst du, wenn sie nass ist, abwischen, die kriegst du da gratis. Hier kaufst du dir auch so eine Tüte, aber für 800 Euro. Das ist das Erste, was sie sagen würden. Und das Zweite ist, die Leute stehen hier an, um dieses Geld auch noch ausgeben zu dürfen. Und was macht Louis Vuitton eigentlich hier? Louis Vuitton macht dich als Kunde zum Flyer. Schau mal, wenn die jetzt Flyer, die können ja auch Flyer verteilen, ne? Aber nein, die machen dich zum Flyer. Weißt du warum? Weil indem du da stehst, bist du die Werbung. Du bist gerade die Werbung, weil du dort stehst und wartest, dass du da rein darfst. Weil das sehen ja andere. Louis Vuitton inszeniert dich als Kunde, wie du da wartest. Und auf welcher Seite bin ich jetzt eigentlich? Bin ich auf der Seite derer, die da stehen? Oder bin ich auf der Seite der Außerirdischen? Ich sag's euch, ich bin auf der Seite von Louis Vuitton. Weil ich finde das allerhöchsten Respekt, so etwas überhaupt mal zu schaffen. Weil wenn du als Marke das hinkriegst, ja, dass die Menschen erstmal warten, sich anstellen, sich bewerben sozusagen, kaufen zu dürfen. Check, 10 von 10 Punkten. Dass sie nur der Marke wegen absurde, also vollkommen hirnrissige Preise zahlen. Check. Und das Ganze dann auch noch so zu inszenieren. Das ist so brillant. Das ist wahnsinnig brillant, oder? Wir waren gerade hier in Düsseldorf unterwegs, haben ein Video gedreht zum Thema Luxusuhren. Und da ist uns das aufgefallen und wir wollten das einfach mal kurz filmen. Ja? Also bitte nicht falsch verstehen. Ich finde das völlig okay. Wer sowas kaufen will, soll sich anstellen. Also ich werte das gar nicht. Das ist völlig cool. Wenn ich was haben wollen würde, würde ich das auch machen. Sondern ich ehre einfach Louis Vuitton. Wie krass die eigentlich bitte sind, sowas zu schaffen, oder? Und das was, weißt du, ich kenne mich ja aus mit ganz generell Unternehmenssteuerung, Unternehmensaufbau, Umsatzwachstum, alles gut, aber eher im Performance-Marketing-Bereich. So im Branding-Bereich, ich kann das nicht, ich beherrsche das nicht. Deswegen ist das geht mal mit offenen Augen durch die Welt. Und guck mal an, wie solche Firmen das machen. Da kann man so viel von lernen. Von daher, Louis Vuitton, ich ziehe imaginär meinen Hut. Das ist der absolute Wahnsinn. Irre, oder? Sag mal, wie ihr das findet. Würdet ihr euch da anstellen? Oder sagt ihr, ich mache doch so ein Zinnober nicht mit? Sag mal eure ehrliche Meinung hier in den Kommentaren. Und like das Video, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.